Ja. Wow. Jetzt geht mir echt die Pumpe gerade. So ist es. Ja. Die von Braun. Jetzt gehen wir mal wieder in Settings. Quatsch. Hier ist es doch richtig. Musik. 15. Machen wir. So. Und hier Voices war ein bisschen mehr. Okay. Closen wir das mal. Hat das übernommen? Nö, natürlich nicht. Das wäre ja mal ein Wunder, wenn hier was klappen würde. Okay. 18. So, Apple. Accept. Dann gehen wir wieder in Shatter rein. Wenn ich das hier geschlossen kriege, shattere, 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 shattere. Mute aus. Dann ist der Sound wieder an. Ja, jetzt beginnen wir damit. Die von Braun zu strutten. Und das Strutten ist deshalb wichtig, weil uns diese ganzen einzelnen Module an der Wand Braun einfach mal crashen würden. Was ich durch diverse Tests, sagen wir mal, irgendwie herausfinden durfte. Gut, wir machen mal, wir lassen mal ACS an und werden die Van Braun jetzt so drehen, dass sie ganz ideal, ich hoffe, dann liegen wird. Das ist die falsche Richtung natürlich. Wir drehen sie andersrum. Und ich hoffe, dass das klappt jetzt. Bewegt sich was? Ich hoffe ja. Ah, es bewegt sich jetzt, ja. Gut, wir drehen das Ganze. Ja. Und lassen die ganze Wand braun sich ausrichten. Schön sauber, sachte. Da kommt sie. So muss das sein. Ich hoffe, dass durch diese saubere Ausrichtung jetzt Pro Gate und dass wir dann halt die Möglichkeit haben, dass ich das dann gleich mit den EVA einfacher habe. Die Hoffnung besteht zumindest. So. Gleich haben wir's. Dubidubidu, wie es so schön heißt. Gut. Wir werden das noch mal ein bisschen so steuern. Oh man, ja, merkt man, das Ding hat Masse. Alter Falter, jetzt hat er ein bisschen übersteuert. Naja, wir werden mal nicht so mäkelig sein. So, wir gehen mal in den Warp rein, den Warp raus. Gucken, dass wir eine gewisse Stabilität hinbekommen. Schmeißen mal die Navigationssysteme aus. Also die RCS und SAS. Ja, und da wollen wir mal gucken, was wir anstellen. Wir werden das definitiv mit Bill machen. Wir suchen uns mal den guten Bill aus. Wo ist denn der gute Bill? Bill, 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 wo bist du? Was ist da? Bill Kerman. Ich weiß nicht, ob ich hier auch einen Klick machen kann da drauf, dass ich den irgendwie selektiere. Nee, geht nicht. Der Bill, wo ist denn der Bill drinne? Der Bill müsste doch entweder hier sein oder auf der genau anderen Seite. Da müssen wir mal schauen. Das ist Burway. Okay. Drehen wir das Ganze mal so. Schauen wir mal rein. Hier ist Bill, genau. Bills Inventory und Bill hat Lampen dabei. Lampen ist ja mal sehr schön. Aber ich brauche jetzt. Wobei, Lampen kann der eigentlich auch anbringen, ne? Aber eigentlich wollte ich erstmal die Struts anbringen.
Wir wollen Struts anbringen. Das heißt, wir müssen uns einmal... Das ist die Hedge. Die brauchen wir nicht. Das ist auf der anderen Seite wieder. So, das ist einmal hier. Inventory Baumaterial. Da haben wir's. Wir brauchen einmal einen Schraubendreher. Ich guck mal nach, ob ich den noch reinkriege. Okay, den kriege ich rein. Und dann drehen wir mal die Beleuchtungselemente hier runter. Und dann brauche ich Struts. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt da reinkriege. Ja, das ist zu viel. Wie kriege ich die gesplittet? Vielleicht mit Shift-Taste? Das sind so Dinge, die hätte ich irgendwie ausprobieren sollen, wa? Max Destination Volume Reached. Super. Wie kriege ich die jetzt da rein? Das sind die typischen Dinge im Live-Modus. Da ist es auch nicht. Da ist es auch nicht. Was ist, wenn ich einen Klick hier mache? Ah, Split. Split 1. Cannot Split war hier voll. Gut, dann machen wir das anders. Das heißt, wir werden hier mal closen. Müssen mal gucken, wer hätte denn hier noch Platz. Theoretischerweise hat unser Captain noch Platz. Hoffe ich. Jeopardy's Inventory. Nee, der hat auch keinen Platz. Irgendjemand muss doch Platz haben, theoretischerweise noch. Irgendjemand hat Platz. Ich muss nur gucken, wer Platz hat. Ich brauch Platz. Platz, Platz. Der Tissa. Tissa hat auch keinen Platz. Einer von den Forschern hier hat Platz. Irgendwo. Wen haben wir denn da? Haben wir Diet? Diet hat keinen Platz. Da ist auch kein Platz. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wir probieren mal Folgendes. Ja, was los? Inventory Baumaterial. Genau, jetzt machen wir Trick 17. Jetzt probieren wir es anders aus. Dann machen wir hier auf. Inventory Baumaterial. Jetzt wollen wir mal Trick 17 machen. Das heißt, in einen machen wir die ganzen Treppen rein. So. Aha. Und in den anderen machen wir die ganzen Struts rein. Aha. Gut, dann machen wir das mal closen. Und jetzt wollen wir die Struts rausholen. Ich guck mal nach, wie viel ich es bitten kann. Wir werden mal gucken, ob wir 20 hinbekommen. Dann muss ich nicht so oft rein und raus split. Schauen wir mal, ob wir 20 reinkriegen. Das geht. Das geht sogar gut. So, damit habe ich einmal die Struts und ich habe den Schraubendreher. Sehr schön, alles bei Bill. Bill ist super drauf. Bill ist jetzt gut und Bill macht einmal einen eBay. Da ist er. Ah. So, wo genau ist er? Auf der anderen Seite natürlich. Gut, und der gute Bill, weil es denen so gut geht, der macht mir erstmal die Anzeige hier auf, damit ich sehe, wie viel Propellanten der hat. Weil das ist sehr wichtig, weil ich muss den jungen Herrn ja auch irgendwann mal wieder hier ins Schiff reinkriegen und damit ich da keinen Blödsinn hinmache, ist das einfach so, dass der hier, ja, ihr versteht schon was. So, wir machen einmal sein Inventar auf und drücken einmal die Taste 1 gleich. So, damit ist das Ding equipped. Ich drücke einmal die Taste 2. Und da sehen wir, dass wir das an Surface attachen und sonst wie können. Und damit wir das attachen können, müssen wir, glaube ich, die Taste G, war das gewesen? Ne, das war die nicht gewesen. R wie Rotate war es auch nicht. Mist, ich wusste, war das gewesen. G wie the Grab.
C. Das ist jetzt Debris. G. Okay, da haben wir sie. Oh Mann, welche Taste war das jetzt? Nochmal, Taste 2. War das die Taste A? Nee, das war auch nicht die Taste A. Oh, Live-Betrieb, Live-Betrieb. Ich wusste doch, welche Taste das hat. Nochmal, 2. War es die Taste V? Nee, das ist die Kameramodus. War das B? Nee. C? Nee. X? Ah, X war das. Okay. Gut, ich mache hier einen... wieso sagt er, dass das Debris ist? Grab. Okay. 2. X. Wie der mich verhindern jetzt? Ja. Ah, da war's doch. Da sehen wir's. Ich kann das an mir festmachen hier. Das wäre mein Ding. Da kann ich's festmachen. Gut. Ich mach's hier einmal fest als Markierung. Damit ich weiß, dass das hier der Einstieg von ihnen hier war. Darum ging's jetzt. Damit ich weiß, da ist der Bill drinne. Gut, und jetzt fangen wir mit der ersten richtigen Verstrottung an. Na, das wird ein Abenteuer für sich. Wenn das hier schon so anfängt, dann ist das echt köstlich. Das heißt, als erstes möchte ich... Was verstratten wir denn als erstes? Ich würde sagen, wir bringen hier 2 Clamps jemals hier und dort an und verstratten das da dran. Ihr versteht schon, was ich meine. Spätestens, wenn ich jetzt gleich damit anfange, werdet ihr schon sehen, was ich meine. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich nochmal 2 andere Dinge mitnehme. Aber wir machen es erstmal so. Okay. Na. Gut. Wir düsen mal hier so rüber. Machen das Ganze ein bisschen gemütlich. Ah. Warum die ganze Zeit jetzt... Da der Propellanten rausgehen, weiß ich nicht. Aber weil er die ganze Zeit so manövriert, warum auch immer. Muss er wohl machen. Wow, ich bin echt aufgeregt heute. Oh, Mensch, wenn die Strattung läuft und so. Ach, das ist so herrlich. Jetzt machen wir sozusagen Engineering hier im Weltraum. Mann. Lass uns mal schön kommen. So, wir haben 4,9. Also wenn wir 1,0 haben, müssen wir auf alle Fälle zurück. Egal was passiert, wir müssen auf alle Fälle zurück bei 1,0. Ich hoffe, dass wir das hier einigermaßen sparend hinbekommen, dass wir hier noch eine Menge schaffen. Pro EVA. Theoretischerweise ist das so, wenn die Kerbals drinne sind, dann wird der Propellanten aufgeführt. Ich habe aber auch noch die Monoprop-Kanister dabei. Also wenn es hart auf hart kommt, können wir immer da noch ein bisschen friemeln. Aha, wir hätten auch noch Licht da, das brauchen wir jetzt aber nicht. Ist theoretischerweise hell genug. Gut. Das haben wir. Jetzt geht's mit uns erstmal in die Achse. Ich bin echt aufgeregt. Die erste Verstrattung, das ist gleich. Es ist so Hammer. Ah. Es gibt Leute, ich habe das schon gesehen, die fliegen hier wie irre um ihre Objekte und verstratten die. Ja. Kann man machen. Aber ich bin nicht so der irre Gamer, dass ich hier mit 250 anderen Sachen, also relativ zu der Van Braun rumflitze. Ja, das, so ein Gamer bin ich nicht. Und deshalb muss ich hier zuschauen, dass ich das so hinbekomme, wie ich es hinbekomme. Okay.
Zumindest kommen wir hier langsam rüber. So. Sieht schon mal schick aus.